Hallöchen Leute und willkommen zu Ace Attorney Dual Destinies. Beim letzten Mal haben wir hier die Investigation weitergemacht. Wir haben die gute Pearls getroffen, was mich schon ziemlich happy gemacht hat. War schön, sie wiederzusehen. Auch wenn ich nicht weiß, wie du dich hier in das Ganze reingemogelt hast, dass du scheinbar... schaffst es gerne, dich in Schwierigkeiten zu bringen, Kleines, hä? und wir haben von Pearls unser Magatama aufgeladen bekommen. Was dazu hilft, dass wir jetzt mit Mrs. Puff wieder reden können. Und Mrs. Puff werden wir jetzt ordentlich aushorchen, ja? Die werden wir jetzt ausquetschen, die Alter. Also let's fucking go, ab in die Kaperkneipe. 20. Juli, Shipshape Aquarium. Kaperkneipe. Sie schon wieder? Ganz schön lästig, das muss mal gesagt werden. Wenn dieser Tierarzt nicht bald herauskommt, dann muss ich unverrichteter Dinge gehen. Tierarzt? Ist das dieser Dr. Crab, den Marlon erwähnt hat? Ganz richtig. Er schließt sich mit Vorliebe in diesen Hinterzimmer ein und kommt nicht heraus. Aber heute ist er vermutlich nicht einmal hier. Deshalb bin ich kurz davor zu gehen. Sie kennt sich mit den Abläufen hier im Aquarium ja erstaunlich gut aus. Vielleicht weiß sie dann auch etwas über den Vorfall von heute Morgen. Herr Wright, wie lange wollen Sie denn noch hier rumstehen und grübeln? Wie wär's, wenn Sie Ihren psychedelischen Faden zücken und Ihr Geheimnis aufdecken? Psychische Blockaden, Athena. Psychische Blockaden. Dann machen wir das doch, oder? Dann reden und dann hier rein da. Knacken wir Ihre Blockaden. Warum Sie hier sind. Frau de Plume, verraten Sie mir Ihr Geheimnis. Nein, das werde ich nicht. Ich werde mein Versprechen nicht brechen. Ich weiß nicht, wem Sie dieses Versprechen gegeben haben, aber Sie werden es mir verraten. Sie sind nicht beim Aquarium angestellt und trotzdem hier, obwohl es geschlossen hat. Sie stehen irgendwie mit dem Vorfall, in dem der Besitzer verwickelt ist, in Verbindung. Oh, ho, ho, ho. Ich weiß nichts über einen Vorfall, in den der Besitzer verwickelt ist. Doch, ich denke, das tun Sie. Ich habe hier einen Indiz, das darauf hindeutet, dass Sie etwas wissen. Kalender? Seeräuberflugblatt? Nee. Warte mal, hatten wir da was? Oh, sie war da. Sie hat's gesehen, deswegen ist sie verwickelt. Sie haben's gesehen! Laut Inspektor Fulbright zeigt dieses Bild, wie der Orca das Opfer angreift. Und die Person im Video trägt dasselbe Outfit wie Sie, Frau de Plume. Oh, dieser Luxuskörper ist wirklich unverkennbar, nicht wahr? Ja, das bin ich. Und ich denke, ich weiß, warum Sie hier im Aquarium sind. Sie sind keine gewöhnliche Besucherin. In Wirklichkeit sind Sie... Polizeiermittlerin ergibt eher weniger Sinn. Zeugin des Mordes schon... Shipshape-Mitarbeiterin, wissen wir ja, dass es nicht so ist. Also, sie ist Zeugin wahrscheinlich, ne? Sie sind eine Besucherin, die den Tod von Jack Shipley mit angesehen hat. Das ist korrekt. Oh, ich würde es gerne sagen, aber ich habe es doch der Polizei versprochen. Es tut ihnen nicht gut, solche Dinge unter Verschluss zu halten. Sie fühlen sich bestimmt besser, wenn sie es sich von der Seele sprechen. Ich gebe auf. Ich erzähle Ihnen alles. Danke, Mrs. Puff. Wenn sie es sowieso unbedingt loswerden wollte, warum hat sie sich dann so angestellt? Ich denke, jeder würde mir bescheinigen, dass ich das Geheimnis so lang wie möglich gehütet habe. Aber ich konnte den Bohrenden fragen, dieses Plebejas nicht länger standhalten. Bitte beruhigen Sie sich, Frau de Plume. Ich bin ja wohl Patricia. Sie haben recht. Ich habe die Tat des Killerwalds mit eigenen Augen gesehen. Haben Sie damit ein Problem, Blaufrack? Chef? Moment. Sekunde. Erstmal muss ich was trinken. Chef? Frau de Plumes Wut ist überwältigend. Ich will mich auch, als müsste ich gleich aus der Haut fahren. Tun Sie was, schnell! Bitte nicht aus der Haut fahren. Warum Sie hier sind?
Erzählen Sie mir doch einfach, was Sie gesehen haben. Ich habe jeden Moment beigewohnt, in dem der Killerwal das Opfer attackierte. Der Polizei habe ich auch berichtet, was ich beobachtet habe. Ich kann einfach nicht ruhen, bis die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Also deuten sowohl Frau de Plumes Aussagen als auch das Video auf Orla Schuld hin. Entschuldigung, aber Sie scheinen sehr zufrieden damit zu sein, den Vorfall beobachtet zu haben. Was, zufrieden? Schämen Sie sich! Implizieren Sie etwa, ich würde mich am Tod eines unschuldigen Mannes erfreuen? Nein, natürlich nicht ich. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass Sie vor Orla Angst hatten. Sie hatten eher Interesse an ihr. Sind Sie? Wissen Sie? Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte so eine Ahnung. Was meinen Sie? Sind Sie vielleicht einer meiner Fans? Wissen Sie deshalb, dass ich Norma de Plume bin? Die investigative Autorin? Oh, die Norma de Plume? Du kennst sie? Nein, ich habe noch nie von ihr gehört. Da sie mich durchschaut haben, kann ich die Maske ja auch gleich fallen lassen. Als Autorin ist es schließlich meine Pflicht, mit Fans zu verkehren. Oh, ho, 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 ho. Aber ich bin wirklich kein Fan. Investigative Autoren. So investigative Autoren sind diese, die so, wie sagt man? Die machen diese Dokumentationsbücher, das wollte ich sagen, ja. Dokumentativ gibt's, glaube ich, gar nicht als Wort. Das wollte ich sonst alternativ sagen, ja. Die machen so dokumentierende Bücher zu irgendeinem Thema. Glaube ich zumindest. Oder halt verpacken es halt so Dokumentationsfiktion. Das ist ja auch so eine Sache. Doch, es gibt dokumentativ, oder? Dokumentatives Drama auch, oder? Richtig? Das ist nicht so eine Sache. Ich glaube, das ist das, was die machen. Oder ist es halt legitim einfach nur die Sache, die gehen unter, die suchen einfach irgendwie ein Zeug, damit sie bessere Fiktion schreiben können. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung. Also, was machen sie als investigative Autorin, hä? Was ist ihr Ding? Was haben sie denn alles geschrieben, Frau de Plume? Meine Güte, wollen sie etwa insinuieren? Sie sind nicht mit meiner Bibliografie vertraut. Ich schreibe über die Wahrheit und mein Gewerk nehme ich äußerst ernst. Ich sammle nun schon seit einem Jahr Informationen über Orla, den Killerwal. Oh? Orlas gewalttätige Neigungen bereiten mir große Sorgen. Und heute haben sich meine Bedenken als gerechtfertigt erwiesen. Orla ist nicht gewalttätig. Sie ist zahm und sanftmütig. Oh, wenn Sie sich bei diesem Killerwal in Sicherheit wiegen, schnappt er zu. Das Ship-Shape-Aquarium hat die Aggressivität des Killerwals stets geleugnet. Doch Gerüchten zufolge greift er Menschen an. Gerüchte sind doch nur dummes Gerede. Woher wollen Sie wissen, dass es stimmt? Ich schreibe nur die Wahrheit. Aus diesem Grund habe ich auch den Besitzer direkt kontaktiert. Ah, das ist ihr Job also. Doch er behinderte meine Nachforschung und warf mir diesen groben Wort an den Kopf. Sie gehen mir gehörig auf den Wecker mit ihren täglichen Besuchen. Sie haben Hausverbot. Klingt, als wären ihre Nachforschungen ein bisschen zu penetrant gewesen. Aber wie sind Sie reingekommen, wenn Sie Hausverbot haben? Ich habe meine Mittel und Wege. Oh! Ganz schön schamlos, die Gute. Ihr merkt schon, Orlas Aggressivität. Spielt sie darauf ab, dass Orla irgendwie mit dem Besitzer gespielt hat und die sich spaßmäßig gerammt haben oder so und der Mann das aber einfach gepackt hat trotzdem? Geht es darum... Sie dürfen Orlas Ruf nicht ruinieren. Wir werden sie verteidigen. Ich gebe nur zu Protokoll, was ich mit eigenen Worten gesehen habe. Ich
kam heute ins Aquarium, um den Killerwal zu observieren. Doch auf dem Weg zu seinem Becken vernahm ich seine Rufe. Man kann Orla im Besuchergang hören? Es finden sich Lautsprecher im Korridor in der Nähe der Decke. Anscheinend wurden die Geräte angebracht, damit Besucher die Rufe des Killerwals hören können. Wie dem auch sei, ich näherte mich dem Becken des Killerwals und vernahm seine Rufe. Und als ich ankam, musste ich Schreckliches mit ansehen. Was haben Sie denn gesehen? Der Killerwal raubte dem Besitzer seinen Seeräuber-Spektakelhut. Dann biss er zu und schüttelte ihn zwischen den gewaltigen Kiefern gnadenlos zu Tode. Was? Orla hat den Besitzer totgebissen? Frage mich, ob Orla, also der Besitzer lag tot im Wasser und war am Sinken. Ich weiß, irgendwann taucht man wieder auf. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber irgendwie, ich glaube, erstmal sinkst du, glaube ich, wenn du halt, ne, da kein Atem mehr in der Lunge hast und du bist tot und sowas. Also das dauert einen Moment, bevor du, glaube ich, wieder nach oben schwimmst. Und ich könnte mir vorstellen, Orla hat versucht, einfach den Mann zu retten und hat ihn nach oben gebracht. Ist das die Idee? Und das hat sie falsch gedeutet. Und er hat geblutet, weil er eine Kopfverletzung hatte. Gerechtigkeit ist meine Devise. Dann hat Frau Deplom Ihnen also berichtet, was sie gesehen hat. Inspektor Fulbright, wissen Sie etwa auch schon davon? Natürlich, wir haben Sie vor kurzem befragt. Dann verstehen Sie doch sicherlich, dass wir es eindeutig mit einem tödlichen Unfall zu tun haben. Ja, und so eine gefährliche Kreatur darf nie wieder einen Menschen verletzen. Aber sie ist nicht gefährlich. Tut mir leid, die Staatsanwaltschaft sagt, es lohnt sich nicht, den Fall vor Gericht zu bringen. Allerdings hat ein Staatsanwalt Interesse an diesem Fall bekundet. Oh? Wirklich? Kann sich dieser Staatsanwalt dann die Ermittlungsberichte ansehen? Leider bezweifle ich, dass selbst er ohne Beweise für einen Mord etwas unternehmen würde. Ich verstehe ja, wie Sie sich fühlen, Herr Rechtsanwalt, aber ist es nicht Zeit aufzugeben? Keine Chance. Wir sehen uns den Tatort einfach noch einmal an und suchen Beweismaterial. Wenn sie für die Gerechtigkeit so aussieht, werde ich sie nicht aufhalten. Wir werden nicht eher ruhen, bis wir widerlegen können, dass es ein tödlicher Unfall war, Inspektor. Na los, Herr Wright, werfen wir noch einmal einen Blick auf den Tatort. Okay. Orca Pool, 20. Juli, Shipshape Aquarium. Orca Becken. Also gut, schauen wir uns doch einmal um. Pronto! Ich sehe mir das Chaos da hinten noch einmal an. Athena, warte! Nicht so schnell. Ah! Alles okay? Es sah nicht aus, als wäre sie gestolpert, aber... Ihr Blick. Ich bin ausgerutscht. Hä? Orla? Was ist denn los? Ah! Athena, alles in Ordnung? Sie ist gegen die ganzen Requisiten gekracht. Oh, ich wollte aus dem Weg gehen. Bin aber ausgerutscht und gestürzt. Schon wieder. Ziemlich spektakulärer Zusammenstoß. Hast du dir wehgetan? Mir geht es gut. Aber warum hat mich Orla mit dem Ball abgeschossen? Ich habe ihr doch so viel Fisch gegeben. Ich dachte, sie mag mich jetzt ein bisschen. Vielleicht hat sie dich für den Hauptgang gehalten. Sehr witzig, Chef. Wie dem auch sei, geben wir Orla den Ball zurück. Oh? Na sowas. Als ich hingefallen bin, habe ich da das ganze Gerümpel durcheinander gebracht. Oh, du hast recht. Einiges von dem Zeug war vorher noch nicht zu sehen. Da ist ja sogar noch ein Ball. Das muss Orlas Lieblingsspielzeug sein. Schauen Sie mal, was da jetzt neben der Markierung der Leiche liegt. Wir sehen uns am besten gründlich um.
Ich kann mir den Ball anschauen, ne? Oder einfach generell den Ball. Oh, da verpasst den Ball ganz schön Schmackes. Ich habe die Wucht des Balls total unterschätzt. Bestimmt heißt das, dass sie mich mag. Und ich weiß diesen Ausdruck ihrer Zuneigung sehr zu schätzen. Nicht gerade mein erster Gedanke, aber wenn du meinst. Hier sieht mich Orla nicht. Ich sollte lieber nach vorne gehen. Okay. Die Tür. Die Türen stehen einen Spalt breit offen und draußen halten Polizisten Wache. Bestimmt wollen sie sicher gehen, dass wir nichts anstellen. Jetzt will ich erst recht irgendwas anstellen. Ich könnte ja ein paar Kniebeugen machen. Das wäre bestimmt witzig. Ja, ich glaube, das könnte man leicht missverstehen, Adina. Verzeihung? Oh. Warum will sie überhaupt Kniebeugen machen? Was ist ihr Gedanke? Oh. Da ist eine Mitarbeiter. Da sind ein paar Hüte, der Reifen. Oh, da ist sie. Sie ist auch da. Frau Freibeuter. Mrs. Freibeuter. Soll ich mich hier umschauen? Achso, so kann ich dann direkt hin. Okay. Und dann die Gummischwerte, die Markierung. Golddublone. Was ist denn das? Eine Münze? Herr Wright, die ist ja voller Blut. Stimmt. Ist aber schon angetrocknet. Denken Sie, sie gehört dem Opfer? Und was hat die Münze hier draußen überhaupt zu suchen? Ich weiß nicht, aber da wir jetzt Blutspuren außerhalb des Beckens gefunden haben, haben wir vielleicht einen Beweis für Mord, oder? Oder? Können wir vielleicht beweisen, dass es sich hier nicht nur um einen tödlichen Unfall handelt? Oh, stimmt. Orla kann das Becken ja gar nicht verlassen. Blutverkrustete Münze zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eine einzelne Münze, die neben dem Orca-Becken auf dem Boden gefallen ist. Ist das eine Fluch der Karibik-Anspielung? Apropos Münzen. Schau dir das mal an. Um die Leichen herum sind auch ein paar Münzen verstreut. Stimmt, Chef. Aber so, wo sind sie hin? Hier sind sie jedenfalls nicht mehr. Könnte sie jemand eingesammelt haben? Vielleicht. Ball und die Puppe. Da haben wir wohl den fehlenden Arm des Riesenoktopus gefunden. Oh, oder das. Wow, aus dem riesigen Arm könnte man sicher Unmengen Carpaccio machen. Warum willst du Carpaccio daraus machen, Athena? Was ist denn los mit dir? Jetzt will ich ans Meer fahren und mir auch einen Riesenoktopus fangen. Und wie genau willst du ihn dann in Scheiben schneiden, wenn du ihn dann gefangen hast? No problem. Dafür gibt's ja Kettensägen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der scharf drauf war, einen Riesenoktopus zu zerstückeln. Aber in Küstennähe findet man so große Tiere sowieso nicht. Wenn Sie mir das ausreden wollen, will ich es nur umso mehr. Oh, ich will gleich loslegen. Operation Schnapsidee verhindern war wohl ein Schuss in den Ofen. Das auf jeden Fall, ja, ja. Puppe. Oh nein, ein verletztes Kind! Was? Ruf den Krankenwagen! Hey, das ist doch nur eine Puppe. Ach so. Ich meine natürlich. Ich wollte nur sehen, wie sie im Notfall reagieren. Und jetzt wissen wir, dass du unter Druck nicht besonders gut bluffst. Ah! Dann muss ich eben weiter üben. Wofür ist die Puppe wohl da? Ida, damit trainieren wir Orla. Sie ist zwar kleiner als ein Mensch, aber funktioniert trotzdem. Einige unserer Kunststücke sind ziemlich gefährlich, also übt Orla zuerst mit der Puppe. Training hin oder her. Diese Bissspuren sehen ganz schön abenteuerlich aus. Ja, aber dafür hat man ja das Training, oder? Nehme ich mal an. So, da haben wir noch was. Da ist ein kaputtes Schwert. Die Spitze der Klinge ist abgebrochen.
Hoffentlich ist das nicht passiert, als Athena Bekanntschaft mit dem Boden gemacht hat. Wie sie schieben mir das in die Schuhe, Chef? Was? Nein, natürlich nicht. Leugnen ist zwecklos. Ich sehe es Ihnen doch an. Außerdem ist die abgebrochene Spitze nirgendwo zu sehen. Ich kann das gar nicht gewesen sein. Ich sollte mit meinen Gedanken aufpassen, sonst rächt sich das noch. Ja. Und da Fußspuren. Hier schauen Sie sich mal die Markierung am Boden an. Was könnte das sein? Da stellen wir uns hin, wenn wir mit Orla Volleyball spielen wollen. Volleyball? Yep. Wenn wir da stehen, schmettert sie uns den Ball zu. Was, wenn jemand irgendwie einen Ball präpariert hat, wo eine Münze drin steckte? Ja, so ein bisschen eingeklemmt. Das ist super spezifisch. Das ist ja so... Oder da sind mehrere Münzen dran gewesen. Da waren überall volle Münzen. Und, der Captain hat sich ganz normal dorthin gestellt, um mit Orla zu spielen. Und dieser Ball kam und das hat er dann voll gegen den Kopf bekommen. Und diese Wucht war ausreichend, um ihn zu... Aber dann wäre ja Orla schuld. Aber nee, dann wäre der die Person schuld, die das präpariert hat. Lassen wir einfach weiter drüber nachdenken. Machen wir weiter. Ja, wenn wir da stehen, schmettert sie uns den Ball zu. Als mir Orla vorhin den Ball vor den Latz geknallt hat, war das nur einer ihrer Tricks? Sie kann mich also doch leiden? Sie kann mich also doch leiden? Logo, sie wollte nur mit dir spielen. Sie ist verrückt nach Volleyball. Mit dem Captain hat sie ständig gespielt. Oh, Ray sieht so traurig aus. Aber wir haben keine Zeit für Trauerklöße. Ich kann nicht rumhängen wie ein depressiver Blobfisch. Genau, lieber lächeln und stark sein, oder? Was ist denn ein Blobfisch? Will ich das wissen? Vielleicht willst du das wissen. Hey, Fry. Weißt du zufällig etwas über diese Münze? Ah, die habe ich wohl vertüttelt. Den Rest habe ich schon weggeräumt. Du hast schon alle Münzen aufgesammelt? Yep. Als die Polizei mit den Ermittlungen fertig war, habe ich das okay bekommen. Allerdings habe ich noch nicht alle gefunden. Mir fehlen noch welche. Wenn sie nicht neben dem Becken sind, dann vielleicht im Becken? Gehen wir doch mal zu der Leiter da drüben und schauen uns den Beckenboden an, Chef. Ich meine, nur mal kurz runterlinsen kann man machen. I guess. Von hier aus kann ich nichts sehen. Ich werfe einen Blick darauf, wenn ich bei der Leiter bin. Verzeihung. So besser. Oh, ich bin Mr. Phoenix. Ich laufe da jetzt nicht rüber. Da ist ganz schön viel golden. Schau mal. Da ist irgendwas am Beckenboden. Ich wusste es. Soll ich runter nachschauen? Du kannst ja nicht in voller Montur reinspringen. Deine Klamotten ziehen dich runter und du ertrinkst. Nein, keine Panik. Ich bin eine gute Schwimmerin. Aber das Becken ist ziemlich tief. So lange kannst du doch die Luft gar nicht anhalten. Fry allerdings? Puh. Phoenix, schau mal dir die ganzen Münzen an, die ich am Boden gefunden habe. Danke, Fry. Also, waren da unten auch noch ein paar? Die tauchen ja wirklich überall auf. Wie viele es wohl insgesamt sind? Mit den Münzen, die ich weggeräumt habe, sind es 300. Die sind für die Vorstellung. Wenn es 800 gewesen wären, dann hätte ich definitiv gesagt, das ist eine Flucht der Karibik-Anspielung. Die wiegen bestimmt einiges. Um die 3 Kilo, würde ich sagen. Ein bisschen leicht als ein bisschen leichter als ein 8-jähriger Hecht. Naja, dann räume ich die Münzen auch mal weg. 3 Kilogramm Münzen sind am Tatort verstreut und eine ist voller Blut. Die müssen mit dem Fall zu tun haben. Ich frage mich, wie das Blut auf diese eine Münze gekommen ist. Augenblick. Könnte es sein... Inspektor Fulbright meinte doch, es wurde keine Mordwaffe gefunden. Was wäre, wenn diese Münze die Tatwaffen sind? Wie kann die kleine Münze denn eine...
Wie kann diese kleine Münze denn einen erwachsenen Mann erschlagen haben? Eine Münze allein mag keine große Gefahr darstellen. 300 Münzen können auf jeden Fall als Mordwaffe dienen. Dazu muss man nur sie in einen Beutel stellen. Nicht den Ball, sondern der Beutel. Aber wenn man 3 Kilo Münzen in einen Sack packt und ihn dann herumschleudert, ergibt es eine ziemlich schlagkräftige, stumpfe Mordwaffe, oder? Es würde erklären, wie das Blut auf die Münze gekommen ist. Aber natürlich! Wenn der Sack Münzen die Tatwaffe ist, können wir Orlas Unschuld beweisen! Blutverkrustete Münze in der Gerichtsakte aktualisiert. Am Rand des Orca-Beckens entdeckt. In Summe gibt es 300 Münzen, die 3 Kilo wiegen. Könnte als Mordwaffe verwendet worden sein. Ich sehe hier allerdings nirgends einen Sack. Vielleicht hat der Mörder ihn mitgenommen? Ja, es sollte so aussehen, als hätte Orla den Mord begangen. Wissen Sie, was ich glaube, Herr Wright? Die blutige Münze alleine sollte belegen können, dass wir es hier mit Mord zu tun haben. Das sehe ich auch so. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Mensch den Mord begangen hat. Ja, genau das haben wir gebraucht. Wir sollten Inspektor Fulbright und Frau Deplum die Münzen gleichzeitig zeigen. Gleich zeigen. Gute Idee. Dann hoffen wir mal, dass sie noch in der Kaperkneipe sind. Juli, Shipshape Aquarium. Kaperkneipe. Oh, Sie sind zurück. Haben Sie etwas gefunden? Natürlich nicht. Nicht vergessen, der Gedanke zählt, nicht der Erfolg. Will er mich trösten? Los, zeigen wir Ihnen den Beweis, den wir auf der Menschen, der auf einen menschlichen Täter hindeutet. Ja, Orla darf nicht eingeschläfert werden. Dann mal präsentieren, ja? Jetzt frage ich mich aber, bin ich am Ende der Investigation? Dann war es heute doch wohl ein bisschen kürzer, hä? Es tut mir dafür leid. Ja, und es tut mir auch leid, dass zwischendrin mir offensichtlich die Stimme ein bisschen abkackt. Es tut mir so leid, Mann. Oh. So. Sehen Sie sich bitte einmal diese blutige Münze hier an. Oh! Unterlassen Sie das sofort. Was für ein Rowling belästigt eine Dame mit Blut. Muss ja nicht gleich so dramatisch werden. Womit belästigen Sie diese Frau? Na los, zeigen Sie schon her. Wir haben diese Münze neben dem Orca-Becken gefunden. Wir haben auch eine Menge Münzen neben dem Becken gesehen, aber alle ohne Blut. Wir haben soeben erfahren, dass es davon 300 Stück gibt. Insgesamt wiegen sie 3 Kilo. Was denken Sie, würde passieren, wenn man jemand mit so vielen Münzen attackiert? Was? Wollen Sie etwa sagen, dass die Münzen wie eine stumpfe Waffe eingesetzt wurden? Wenn das Blut vom Opfer stammt, ist das nicht auszuschließen. Ein entscheidender Beweis für einen menschlichen Mörder ist das aber nicht. Nicht? Warum denn nicht? Um eine Waffe zu halten, müsste man die Münzen irgendwo hineinstecken. Und ohne entsprechendes Objekt ist Ihre Theorie einfach nicht belastbar. Allerdings würde ich sagen, dass weitere Ermittlungen erforderlich sind. Ich rufe in der Staatsanwaltschaft an und beantrage Untersuchungen hinsichtlich eines Verbrechens. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Ich hoffe ja, dass Inspektor Fulbright seinen Arbeitgeber überzeugen kann. Hoffen wir das mal. Sie werden nicht glauben, was man mir geantwortet hat. Als ich Ihre Leidenschaft für den Fall und die Notwendigkeit für Ermittlung dargelegt hatte. Meinten Sie, dass der Staatsanwalt, den ich erwähnt hatte, vor Gericht ziehen will? Was? Bedeutet das, dass es einen neuen Verdächtigen gibt? Nein, leider nicht. Ehrlich gesagt, möchte Staatsanwalt Blackwell vor Gericht die Schuld des Orcas beweisen? Was? Staatsanwalt Blackwell will Orla anklagen? Das ist in Ordnung, Inspektor. Danke für Ihre Hilfe. Ich muss schon sagen, Sie wirken sehr gefasst. Ich wollte Orla von Anfang an vor Gericht verteidigen. Und ich tue alles, was nötig ist, um sie zu retten.
Wenn das so ist, werde ich alles dafür geben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Frau de Blum, werden Sie für die Anklage aussagen? Ein Prozess mit einem Killerwal? So etwas Absurdes habe ich ja noch nie gehört. Doch ich werde die Wahrheit über diesen Killerwal enthüllen und ein Buch verfassen. Guter Plan, wenn Sie dann bitte mitkommen würden. Wir müssen uns auf morgen vorbereiten. Und ich muss doch eine Autopsie anordnen. Darauf freue ich mich schon. Machen Sie es gut, blauer Anwalt und gelber Fan. Okay, Mrs. Puff. Ich bin kein Fan! Immerhin wird der Fall jetzt vor Gericht verhandelt. Aber wie um alles in der Welt sollen wir einen Orca vor Gericht verteidigen? Ehrlich gesagt weiß ich das selbst nicht so genau. Außerdem behauptet Frau de Blum, dass Orla das Opfer gebissen hat. Diese Verhandlung wird sicher nicht leicht. Aber man wächst an der Herausforderung. Dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Ich sollte mir das Seeräuberspektakel ansehen, das du heute Morgen geschaut hast. Ja, wir sollten im Büro offiziell Recherche betreiben. Das Überwachungsvideo zeigt nichts Belastendes gegen Orla. Aber das muss nichts heißen. Ich muss mir morgen beim Prozess überlegen, wie genau ich Orla retten kann. Hm. Ja gut. Ein kürzerer Part. Vielleicht sollte ich überlegen, ob ich die Investigation nicht eine Stunde machen möchte. Dann kriege ich die bestimmt in zwei Parts hin. Sorry auf jeden Fall dafür. Ich auf jeden Fall erhole meine Stimme, herzallerliebst, ganz gut, ja. Moment. Ja doch, das hier will ich überschreiben, ja. Das hier will ich überschreiben, damit wir morgen den schönen Prozess genießen können. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine kaputte Stimme war nicht zu schlimm zum Zuhören. Ich gebe mein Bestes, okay? Und wir sehen uns morgen wieder, ja? Bis dahin, bye bye, tschüss.